Jo Leute, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mein Einkauf vom. Ich bin euer Gastgeber Tanzverbot und damit auch erstmal ein kräftiges Double Piece. Ja, ich kann wohl sagen, dass das heute einer der krassesten Folgen überhaupt ist. Erstmal in meiner neuen Wohnung. Und Halleluja, Alter, was ihr hinter der Kamera nicht seht, sehe ich jedoch und das ist boah. Krass. Und deswegen werden wir auch gleich anfangen, weil sonst geht das Video hier 27.000 Minuten und ich glaube, das kann man nie hochladen auf YouTube. So, fangen wir hier gleich mal mit dem ersten an. Das ist schön, dass ich mich daran nicht mehr erinnern kann, denn der Einkauf steht auch schon 20 Minuten, bis ich es geschafft habe, mein scheiß Stativ hier im dreckigen Zimmer und so zu finden. Ich habe mir die 10-for-2 Dinger geholt. Manche kennen sie sicherlich aus dem Kino oder so, wo man sie einfach als für 4 oder 5 Euro dazu kaufen kann. Ich finde die mega nice, einfach mal so für zwischendurch. Die machen zwar mega fett, aber kann man sich gut geben. Und deswegen habe ich sie mir in 3er-Pack geholt. Ich glaube, das hat sich jetzt auch so ein bisschen erledigt mit dem Eis, weil das wirkt schon ziemlich aufgetaut. Ist ja auch egal. Als nächstes habe ich mir hier, nein, ihr braucht jetzt nicht aufs Etikett gucken, habe ich mir hier so Gebäck geholt. Ich kann das gleich mal angucken. Ja, nice, Alter. Hier ist die Streuselschnecke. Hier habe ich mir so frisches Gebäck geholt. Keine Ahnung, ich habe halt bei Amazon bestellt. Das ist erstmal. Ich bin so verwirrt. Es ist 8:30 Uhr oder sowas und die Lieferung kam zwischen 8 und 8 Uhr. Und 10 Uhr soll es ankommen und es ist einfach um 8.13 Uhr angekommen. Richtige Ehrenmänner, wie kann man so verdammt nochmal pünktlich sein? Ich habe mir den Wecker um 8 gestellt, weil ich um 6 Uhr schlafen gegangen bin. Erstmal geil, dass ich den Wecker überhaupt gehört habe. Es gab schon andere Situationen, da habe ich einfach verpennt. Und auf einmal kamen die schon. Das ist einfach so mega krass. Und jetzt stehen hier einfach Sachen, die ich alleine hätte niemals schleppen können. Und natürlich habe ich den Trinkgeld gegeben. Deswegen habe ich da auch kein schlechtes Gewissen. Fangen wir mit dem nächsten an. War noch nie im Sortiment vorhanden. Und zwar die Rittersport Nuss-Splitter. Kann ich keine Geschichte zu erzählen, denn ich habe es tatsächlich, glaube ich, so noch nie gegessen. Jedenfalls nicht in der Zeit, wo ich jetzt YouTuber bin. Kann man nicht viel sagen. Das ist ein allgemeiner Geschmack, der wohl wahrscheinlich jedem bekannt sein wird. Das hier brauche ich jetzt auch nicht weiter erläutern. Hier, das ist alles so Gebäck, irgendwie so, keine Ahnung, die arbeiten irgendwie mit Bäckern zusammen oder sowas und dann ist das hier alles so ein komisches Gebäck. Ich weiß nicht, ob jetzt hier nochmal was anderes drin ist. Ja, guck, hier sind nochmal sowas drin, so eine Croissants. Erstmal einen kleinen Qualitätscheck. Ich glaube, ich kann hier auch einfach mal reinbeißen. Alter. Das wird euch so nach Hause geliefert. Wie als wenn ihr beim Bäcker gewesen wärt. Das ist absolut krass, wo wir heute sind. Ich habe mir so ein Alexa-Ding geholt und so eine Sprachsteuerung. Ich kann meine Lampen einfach sprachsteuern. So, ich komme einfach gar nicht darauf klar. Obwohl ich technisch eigentlich sehr versiert bin, komme ich nicht darauf klar, wie krass voran das gerade geht, Alter. Alter, und hier geht es noch weiter. Was mich ein bisschen aufregt, von der Sorte gab es auch Schokodonuts und so richtige Bäcker-Donuts mit Schokolade, die schmecken einfach so geil. Normalerweise esse ich immer diese Netto-Teile, wo, keine Ahnung, ein Donut 40 Cent kostet. Die kann man zwar essen, aber im Gegensatz zu einem richtigen Bäcker-Donut ist das kein Vergleich. Und die sind so beliebt, die waren einfach nicht vorrätig gewesen. Ja, hätte ich mir am Pimmel fassen können, ist aber egal. Was ist das? Ja, professionell. Oh, das tut mir leid. Es tut mir leid. Ja, das ist immer so meine Gier, dass ich immer alles schnell essen muss. Ja, da kommen wir gleich zum nächsten. Pfanner Waldkirsche, Wildkirsche, es ist echt was man empfehlen kann. Macht zwar auch wieder übertrieben fett. Und die 2 Liter, wenn man so ein Pfanne-Eis bei sich hat, dann haut man davon mal 4-6 Liter weg am Tag. Da kommen wir auch gleich zum Punkt. Ich habe davon 3 Stück. Ich weiß aber gerade nicht, wo die anderen sind noch. Ist auch egal. Vielleicht finde ich es noch, aber ich werde es euch heute nicht nochmal zeigen. Vielleicht, wenn ich es nochmal durch Zufall finde. Ja, ist auch egal.
Halleluja. Ja, als nächstes natürlich altbewährt in meinem Einkauf von die Alpenbeerenfrische Milch, keine Ahnung. Ich habe mir einfach mehrere Kakaosorten geholt, das werdet ihr jetzt auch im Laufe des Videos noch sehen. Da kann man nicht viel mehr sagen. 1,8% Fett hat sich, glaube ich, als Standard etabliert, obwohl ich gar nicht 1,8% Fett mag. Aber ich glaube, bei Kakao schmeckt man den Unterschied eh nicht. Und deswegen ist das ganz gut. Ja, um meine Wohnung natürlich weiterhin reinzuhalten vor Staub beziehungsweise mikroskopischen Bakterien, habe ich mir den Swiffer Duster Kit geholt. Ja, das überbelichtet gerade ein bisschen. Er ist auf jeden Fall mega geil. Man steckt einfach die scheiß Teile darauf und dann geht's easy peasy. Für alle, die zu faul sind, die können sich gönnen. Ja, als nächstes ein Highlight gab es noch nie in meinem Einkauf vom. Und zwar ist es ein Dosenpaket mit 10 mal, was weiß ich, Dosen. Ich kann hier mal ganz kurz eine aufmachen. Wenn ich weiß, wie die Packung hier aufgeht. Hallo, Papier muss man auf. Ja, das ist einfach richtige Ehre. Das ist einfach richtige Ehre. Ja, und dann sind da halt 10 mal solche Dinger hier drin. Und ich habe gehört, so Kohle aus der Büchse, das ist nicht vergleichbar mit Plastikscheiße. Und ja, das Einzige, was mich an der Verpackung nervt, ist, dass hier irgendwie so verschiedene Bundesliga-Vereinsschilder drauf sind. So, ich als Nicht-Fußball-Fan kann damit jetzt halt wenig anfangen. Ist auch egal. Als nächstes Kartoffeltopf mit Würstchen. Muss ich zugeben, im Internet sehen die Dosen immer ein bisschen größer aus. Die sehen immer aus wie diese 0,5 Dinger, aber dabei ist das jetzt hier nur 0, als ob das nur so, als ob 0, hier ist es 0,4 drin. Aber 0,5 sieht eigentlich doppelt so groß aus wie das kleine Ding hier. Ihr kennt doch diese 0,5 Dinger, oder ist da ein Liter oder was auch immer, wie das hier berechnet wird drin. Ist ja merkwürdig, ist doch egal. So, hier kommen wir schon zum nächsten Kakao. Gab es auch noch nie in meinem Sortiment. Und zwar der Alpenzwerg Bio Latte. Bio? Ich sehe jetzt erst, dass das Bio ist. Alter, ich gönne mir das jetzt einfach mal. Wir gönnen uns einfach kurz. Das Video wird eh über 10 Minuten gehen, heute nicht rum. Ich mache nur 26 mal Werbung rein. Oh, nee. Das schmeckt irgendwie ganz komisch. Bio, das ist halt so eine Sache für sich. Da werde ich nicht näher drauf eingehen. Als nächstes Eierplätzchen. Ungelogen, das war so, das hat mir meine Mutter damals irgendwann mal durch Zufall gekauft und seitdem liebe ich diese Dinger. Ich habe sie auch ewig schon nicht mehr gegessen, weil die gar nicht mehr im Fokus meines Bedarfes waren. Aber jetzt, wo ich sie gestern gesehen habe, musste ich sie mir einfach bestellen. Das sind die Originalen, genau die habe ich immer gegessen. Und Alter, die sind einfach so geil, wie die einfach kleben bleiben und das, oh, unvergesslich. Nächstes habe ich mir so ein kleines Fläschchen Eistee geholt, ist wahrscheinlich auch wieder Bio, oder? Ja, Bio 7 Initiative. Ja, keine Ahnung, was ich mit Bio habe. Ich habe einfach jetzt, dadurch, dass ich halt wieder die Möglichkeit habe, Essen und Getränke zu bestellen, habe ich ja wieder mehr Vielseitigkeit, weil ich halt nicht schleppen muss. Und dadurch kann ich halt neue Produkte austesten und natürlich kann ich euch auch dementsprechend dann wieder Tipps geben, was halt gut ist und was nicht gut ist. Dann macht ihr euch nicht einen Ärger und ich helfe euch dabei. So. Als nächstes, kernlose Trauben, kann man sich halt auch mega nice geben. Ich würde jetzt gerne eine essen, aber wir wissen ja alle, dass sie alle voll mit Steroide sind. Und deswegen, ja, werde ich mir da jetzt keinen genehmigen, weil sonst, ja, passiert irgendwas mit meinen Eiern. Ja, was soll ich dazu großartig sagen, gab es auch noch nie, glaube ich, hier so scheiß Schwämme, die, glaube ich, ganz gut sind. Wie Leder, vielleicht eine gute Marke, habe ich keine Ahnung, haben 70 Cent gekostet. Was ist denn hier los? Stündlich gewinnen, Ostern, ja, du kannst nicht mal. Als ob ich hier einen Osterhasen spiele. So, alter Schwede, hier sind drei? Ist es normal bei Waffeln, dass hier drei Schichten drin sind? Das weiß ich gar nicht. Frische Waffeln mit frischen Eiern, goldgelb gebacken. Teegut. Teegut wird so angepriesen bei Amazon und dann ist es so eine, so wirkt es wie so eine Jahrmarke, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mir hier Waffeln geholt. Wie gesagt, für zwischendurch kann man da jetzt auch nicht mehr zu sagen. Hier ist übrigens der dritte Pfanne-Eistee. Ja. Als nächstes Pick-up mit weißer Schokolade, Schoko and Milk. Ja, das ist mir schon wieder nicht aufgefallen. Sieht man allerdings hier auch an den Rändern, dass sich die Schokolade nicht an den Standard gehalten hat, den man kennt von Pick-up. Um noch nicht mehr zu sagen, natürlich auch altbewährt bei mir in meinen Einkauf vom sind die Exquiser. Die Exquiser Doppelpiece Käsekuchen sind auch einfach geil.
Merkt es euch. Merkt es euch, die Käsekuchen nicht zu lange kühlen. Lasst die einfach, wenn ihr einen zu starken Kühlschrank oder sowas habt, weil ihr, und, oder ihr keine Einstellungsmöglichkeiten habt oder einfach nicht dürft, dann lasst die, bevor ihr sie genießt, 10 Minuten draußen. Dann hat es auch denselben Effekt, wie wenn man den Kühlschrank richtig eingestellt hat. Zum Putzen, denn ich will tatsächlich die Küche ein bisschen putzen. Ja, weil da halt auch immer noch so leicht dieser, ja, alte Frauengeruch drin ist oder wie nach, je nachdem. In den anderen Zimmern hier, weil sich ja auch immer viele die Frage stellen, hat sich das allerdings schon so ein bisschen, ja, gerade gebogen. Also es hat tatsächlich schon meinen schweißigen Geruch angenommen. Nein, also so meinen jugendlichen Geruch oder wie auch immer man ihn nennen kann, hat sich hier schon so etabliert in der Wohnung. Ich habe natürlich auch viel Fribrés rumgesprayt und das hat sich dann auch so, ist auch so eingetrocknet und langsam geht es hier vom Geruch. Ist sogar ganz annehmbar. Also auch wenn man von draußen nach drin kommt, ist alles okay. So, dann habe ich mir Äpfel geholt. Ihr seht schon, ja, hier so sind die Bio-Äpfel. Nee, gut, dann werden sie schmecken. Ihr seht schon, dass ich so einen Mischmasch diesmal bestelle. Also es sind tatsächlich auch mehr gesunde Sachen dabei, denn ich habe bei gänzlich ungesunden Zeug habe ich ein schlechtes Gewissen, also wenigstens eine Banane oder sowas muss als Alibi dazwischen sein, damit ich weiß, dass ich nicht komplett Scheiße gekauft habe, weil sonst, ne, das kann ich nicht mit mir vereinbaren. Oh. So, jetzt kommen wir zu einem richtigen Ehrenprodukt. Oh, darauf freue ich mich. Yeah, Alter, das ist ein Double Piecing, Double Piece. Oh, das ist einfach... Das ist einfach der geilste Geschmack, den man haben kann. Aber nur aus dem Kühlschrank. Fress dieses Zeug bitte niemals kalt. Warm. Warm, das geht gar nicht. Oh, das wird ein Genuss. Einfach, oh, das wird so geil. Ich rede mit meinen Leuten auf dem Teamspeak. Erstmal Grüße an alle Leute, mit denen ich jetzt in den letzten Tagen auf dem Teamspeak geredet habe. Ihr habt mir unglaublich aus der Patsche geholfen. Wenn ich mit Leuten auf dem Teamspeak rede, dann geht es mir viel besser. Ich muss sagen, diese Nacht war sogar schon angenehmer gewesen. Also ich habe tatsächlich nicht immer rausgeguckt. Ich konnte sogar meine Tür offen lassen. Ich glaube, langsam lebe ich mich hier tatsächlich ein. Aber die haben mir auf jeden Fall einiges erleichtert jetzt hier am Anfang der Wohnung. So, jetzt kommen wir zu was, was wahrscheinlich einige von euch wundern wird bei mir. Aber ich denke mal, dass man sowas auch akzeptieren muss. Und zwar handelt es sich dabei... Hier drum, ich glaube, ich habe bei Klarspüler reins glänzende Gläser, trockenes Geschirr, Schutz vor Kalkbelegen. Keine Ahnung, ob ich hier was Richtiges gekauft habe. Ich bin kein Haushaltsgenie, ich habe auch nicht meine Mutter gefragt. Und dann habe ich mir das hier noch geholt. Ist das ein Kalker? Ach, das ist ein Zitrus-Duftreiniger. Ja, damit mache ich einfach mein Bad sauber. Denn da gibt es auch noch so einige Stellen, die mir doch ein bisschen auf den Sack gehen. So, ich werd mir jetzt hier erstmal so ein schönes Colaschen genießen. Na, aufmaken. Oh, Alter, wie es da rausdampft. Oh mein Gott, als ob man bei Silvester Polenböller abschießt. Illegal. Das ist einfach so, wie viele Leute es sagen, Cola aus der Büchse schmeckt einfach dreimal besser. Und die oberste Liga nimmt natürlich die Glasflasche ein. Der Geschmack aus einer Glasflasche ist natürlich unbeschreiblich und nicht zu vergleichen. Gut in Verbindung hiermit. Ich wollte den Postboten jetzt allerdings nicht zu sehr belasten, denn ich hätte jetzt auch einen Riesenkasten voll Cola-Flaschen, Glasflaschen bestellen können, aber das hätte jetzt nicht sein müssen unbedingt. Deswegen habe ich mir einfach die Dinger gegönnt. Es ist gut, wenn man weiß, dass man im Hinterhalt immer schön Cola-Schienen dabei hat und dann ist alles gut. Ja, das sieht unglaublich aus wie so ein Bewohnerdach. Pankow, in Pankow, Bonholmer Straße, wenn man da mit der S1 losfährt, dann gibt es da so Häuser, wo man denkt, so Einzimmerhäuser oder sowas, die erinnern mich immer daran. Ich weiß nicht, wenn ihr da vorbeifahrt, dann kennt ihr das vielleicht. Vielleicht sagt euch das was. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr euch auch darunter was vorstellen könnt. In der Bonholmer Straße, am Bahnhof. Ja, Milch, Weinsteifer am besten. Wie gesagt, man unterstützt damit auf jeden Fall, glaube ich, mehr die Bauern, wenn man halt sich die teure Milch kauft und ja. Dann habe ich mir wieder Kinderpinguin geholt und Kinder-Milchschnitte. Milchschnitte ist einfach so ein, das ist einfach so ein Ding aus meiner Kindheit. Das ist so krass. Ich weiß nicht, so meine Oma kam immer rein, so ich als fettes Kind um 23 Uhr irgendeine Scheiße im Fernsehen geguckt. Dann kam sie rein, wollte gute Nacht sagen. Ich so, Omi, ich traue mich nicht, die Milchschnitte zu nehmen, weil Opi noch da ist und der guckt mich mal böse an, wenn ich sie nehme. Kannst du mir eine Milchschnitte bringen? Und sie dann, oh ja, ja, ja. Ja, und heute ist sie nicht mehr in mein Leben. Also sie ist nicht gestorben, aber die ist einfach abgehauen, so gesehen. Ja, und heute ist das nun mal so. Ja. Kann man, ja, nee, hier steht nicht meine Adresse drauf.
Nee, es steht nicht meine Adresse drauf. My Fruits Now. Ihr seht es hier, ich weiß nicht, wie man die gerade nennt, Ananasstücke. Schmecken tatsächlich ziemlich gut und ganz ehrlich, ich kaufe mir lieber Ananasstücke, als die Ananas selbst zu schneiden, denn das ist nur Tortur, das kann sich ja keine Sau geben. So, Adresse nicht drauf. Bananen aus Ecuador. Das ist krass, wenn man überlegt, ich bin ja so ein Typ, das einzige Mal, wo ich verreist bin, das war nach Dänemark. Und wenn ich überlege, dass die Bananen eigentlich schon eine coolere Reise hatten als ich, na gut, die waren wahrscheinlich hinten in einem Flugzeug drin oder in einem Frachter oder sowas. Aber Halleluja, ich habe was in der Hand, was wirklich schon mehr erlebt hat als ich. Ach, mein Leben ist so scheiße langweilig. Mann, wir haben noch so viel. Ich mache jetzt etwas schneller, weil ihr habt ja sicherlich auch ein Leben und ihr wollt euch ja nicht 25 Minuten einen dicken Typen Zahnlücke angucken, wie er sich fettiges Essen bestellt hat, wofür er nicht mal selbst einkaufen gegangen ist. Naja. Viele kennen es sicherlich auch schon aus den anderen Videos. Der Volvic-Tee gab es leider nicht mehr in größeren Flaschen, deswegen nur in diesem 0,5er-Paket. Und das habe ich mir natürlich zweimal geholt. Und damit bin ich dann auch gerüstet. Ich meine, das ist das Beste, gerade wenn man irgendwie, wenn man schaffen war oder sowas. Wenn man sich richtig angestrengt hat, richtigen Durst hat und normalerweise der Körper nach Wasser verlangt, dann gönnt euch das, Alter. Ihr werdet sterben vor Geschmacksergüssen. Ja. Wo wir schon bei Geschmacksergüss sind. Leibniz Butterkeks, das Original. Schoko-Vollmilch. Knack-Frisch-Garantie. Ich werde die nachher auspacken und wenn die nicht richtig so machen, dann ja, werde ich sie zurückschicken, weil es gibt eine Garantie darauf und darauf beharre ich natürlich auch, wenn ich mir solch ein teures Produkt gönne. Ja, so, Spirelli, wenn ich irgendwann mal meine Familie einlade, dann soll es auch was Deftiges zu essen geben und deswegen gibt es hier schöne Teegut-Spirelli-Nudeln. Meine Familie kann sich auf was gefasst machen, denn ich kann tatsächlich besser kochen, als einige denken. Ich habe zwar kein Ketchup oder irgendwas dazu, dann essen wir die Nudeln halt trocken, aber Alter, erwartet ihr tatsächlich irgendwas Warmes zu essen? Die werden ausrasten, wenn die sehen, dass hier Nudeln auf dem Tisch stehen. Auf welchem Tisch überhaupt? So, Prinzenrolle, ich glaube, ich habe mir davon damals in der Schule sind immer alle in Edeka gegangen und damals gab es nur diesen Tetrapack, 2 Liter Eistee für 50 Cent. Ich weiß nicht, einige von euch kennen den sicherlich noch. Und dann hat man sich immer diese billigen so billige Plagiate davon geholt und dann war man einfach perfekt ausgerüstet gewesen. Dann brauchte man keine gesunde Brotbüchse mehr von Mami. So, dann hat man sich um sich selbst gekümmert und das schon zu der Schulzeit. Ja. Oh. Leute, wenn ihr seht, was ich sehe, dann würdet ihr sofort Diabetes bekommen im Auge. Airero, muss ich auch nicht mehr zu sagen, habe ich ja schon des Öfteren gesagt, die Luftschokolade. Ich weiß, man kauft überteuerte Schokolade, nur weil Luft drin ist, ist auch von Trumpf. Ich glaube, das ist eine gute Marke, aber es schmeckt einfach unglaublich gut, ich weiß nicht. Hier zweimal Schoketten, einmal die Alpenvollmilch. Grüße gehen raus, Halleluja. Das Normale war ein bisschen langweilig gewesen, aber keine Ahnung. Ich hab mich einfach durchgeklickt und dann natürlich auch noch einmal mit Edelalpenvollmilch Haselnuss. Kann ich nur empfehlen natürlich. Ich kaufe mir keine Scheiße. So, hier habe ich mir dann nochmal die teurere Version von dem hier geholt. Also ich denke, dass sich das nicht groß außerhalb des Preises einen Unterschied macht. Schmeckt einfach gut. Luftfee. Das ist krass, oder? So wie die Industrie es einfach geschafft hat, uns Idioten Luft zu verkaufen. Verdammt normal. Und dann ist die, glaube ich, sogar noch teurer als normale Schokolade. Und wir fallen drauf ein. Naja, ist egal. Dann hier nochmal Knusperflakes. Für alle, die dritte Zähne haben oder instabile Zähne haben, kauft euch das nicht, Alter. Das fickt euch die Zähne weg. Also ich muss da auch immer richtig aufpassen. Und dann hier, was tatsächlich nicht oft in Augen der Menschen gerät, ist Nesquik Snack. Ist einfach unglaublich lecker, aber niemand redet darüber. Ich finde es lustig, das sind. Oh, warte mal, ich muss mir einfach mal eins gönnen hier. Warte mal, gönnen wir uns einfach mal. Die sind zwar mal ein bisschen zerquetscht, aber Halleluja, die schmecken. Also ich würde sagen, dass sie wirklich ganz oben mitspielt vom Geschmack her. Alter, ist das ein Geschmack. Oh. Halleluja, Alter, Leute. Naja, geht's weiter. Ich wollte euch jetzt nicht voll labern mit Essen. Landliebe Schokomilch. Ja, es fokussiert nicht. Ich glaube, ihr kennt es. Diese kleinen Tetrapacks, die dann einfach immer so im Laden stehen, die sich dann so angucken. Yo, Bruder, nimm mich mit. Ich weiß, du kennst mich nicht. Du nimmst immer Alpen.
Alpenmilch oder hier die Bärenmarke, aber gönn dir, Bruder, gönn dir. Und ich sag so, ja, yo, rap the rap, double peace, I gönn you. Okay. Jetzt kommen wir zu etwas ziemlich Lustigem. Ich gucke kurz drauf, ob nicht da die Adresse drauf ist. Nein. Und zwar Alasia. Sieht man das hier? Alasia Cola Mix. Ich musste sehr schmunzeln, als ich das gesehen habe, denn ich habe ja, für Leute, die sich noch daran erinnern können, ich habe ja immer dieses Alasia Wasser, diese Seite habe ich, dieses Alasia Spritzig habe ich ja immer so angepriesen, dass es einfach nur die beste Seite ist, die man haben kann. Und als ich gestern im Shop gesehen habe, dass Alasia einfach auch einen Cola-Mix hat, war das für mich vollkommen gewesen. Also besser kann es nicht mehr sein. Alasia ist spritzig und das in Kombination mit Geschmack und halt Cola-Mix, das kann einfach nur perfekt sein, Alter. Ich weiß nicht, wie teuer es war, ich habe tatsächlich nicht auf den Preis geguckt. YouTube Money. Ja. Das ist auf jeden Fall lustig, musste ich gestern schmunzeln. Doppelpiece an alle, die sich erinnern können an das Alasia-Thema. So, ich habe zwar immer noch keine Löffel zu Hause, allerdings habe ich mir die Dinger hier geholt, weil. Hä? Seht ihr was? Ich komme mit der Zunge bis auf den Boden. Das bedeutet, ich kann die Dinger auszüngeln, ohne dass ich einen Löffel oder irgendwas anderes benötige. Und das ist einfach geil. Also ganz ehrlich, ich mache das jetzt tatsächlich immer. Ich habe auch mir so kleine Eisdinger geholt, so Spaghetti-Eis. Wisst ihr, dieses komische Zeug mit Erdbeeren und sowas drin. Und dann einfach so einen Film gucken oder sowas und dabei so zu machen. Das ist einfach mega geil. Also ich kann es nicht anders sagen und deswegen habe ich mir die auch geholt. Scheiß mal auf Löffel, muss man abspülen, da habe ich keinen Bock drauf. Die Zunge, da macht man einmal so und dann hat sich's erledigt. So, und Salami habe ich mir geholt. Butter habe ich tatsächlich schon im Kühlschrank, da habe ich schon vorgesorgt. Habe ich mir natürlich für mein Toastbrot geholt. Keine Ahnung, ob ich es nutzen werde. Ich hole mir immer ein Toastbrot und hole mir hier die scheiß Salami und am Ende verschimmelt es eh immer. Keine Ahnung. Oh, jetzt was ganz Besonderes, worauf ich richtig Bock habe. Und die sehen unglaublich geil aus. Oh, Leute. Oh. Gönnt es. Oh, ich habe richtig ungelogen. Ich bin halt ein Süßfanatiker, aber die Dinger, die sind mega geil. Ich werde die mir gleich schön abwaschen und ich werde mir die schön auf meinem PC... Oh, ich weiß nicht, ob ich noch schlafen werde. Ich werde ja heute live streamen tatsächlich, glaube ich. Samstag und Sonntag hatte ich eigentlich vor zu streamen, weil ich ja zu Hause bin. Und ja, also werde ich mir... Oh, fuck, Mann, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Grüße gehen nicht raus an diesen dreckigen Deckel, der jetzt schon... Hä, habe ich es mir gerade... Ich habe es mir eingebildet. Ich dachte, der ist... Mann! Erdbeerenbeste, kann ich jedem empfehlen. So, jetzt haben wir hier noch drei Sachen. Dann haben wir es auch geschafft, Alter. Wer das Video bis zu diesem Punkt guckt, absoluter Ehrenmann. Also ich kann es nicht anders sagen. Marmorkuchen. Gab es auch lange nicht mehr in meinen Videos. Das letzte Mal hatte ich den Marmorkuchen tatsächlich noch in vier kleinen Küchlein gehabt, aber das ging mir irgendwie auf den Sack. Ich wollte den richtigen traditionellen Kuchen auf dem Teller haben und nicht so kleine Kackteile. Das gibt mir nicht dieses Kuchenfeeling, was ich hierbei habe. Kann ich empfehlen. Es war scheiß teuer, diese Dr. Oetker Müll, aber es schmeckt gut. Dann habe ich mir Nutella geholt. Keine Ahnung, inwiefern ich es essen werde. Tatsächlich tut mir Nutella am Zahn weh. Ist aber auch erst seit kurzem so. Ich glaube, ich sterbe gleich. Oder bald, keine Ahnung. Und als letztes halt... Kriege ich das jetzt überhaupt auf? Oh, ja. Ich glaube, ich habe mir schon wieder Scheiße geholt. Das sieht so aus wie Möhrensaft. Ich hoffe, das ist das nicht, weil davon habe ich einen ganzen Kasten. Hier Sprayquill, aktiv, bla bla bla. Habe ich ja auch schon mal ein paar Mal gesagt. Diese andere Sprayquill-Sorte, die ist halt mega nice. Ich habe mir das Ganze geholt. Ach man, der hält das nicht. Oh. Ja, Leute. Und jetzt sind wir tatsächlich schon am Ende angekommen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt der ganzen Sache doch einfach ein Like. Wenn nicht, dann gebt ihr dem Ganzen halt kein Like. Ich fand das mal sehr angenehm. Das war jetzt das erste Mal aus der neuen Wohnung gewesen. Und die Zeit wird mir tatsächlich...